Kuna, mein Tata, meine Freunde, seid ganz herzlich willkommen. Ja, der Ofner ist mal wieder back am Start. Heute macht der Ofner mal ein kleiner Vlog. Und zwar zum leidigen Thema, über das unsere Region schon seit paar Wochen, nicht zwei Jahrzehnten, also seit 20 Jahren diskutiert. Der 6+2-Streifig ist, oder? Ausbau von der A8. Ihr seht es ja, drehen wir uns mal kurz rum. Da unten. Ja, da unten geht die A8 entlang. Die soll ja. Soll. 6+2-Streifig, ich hoffe, man hat mich jetzt gehört. 6+2-Streifig ausgebaut werden. Was aber gar nicht geht, weil da Bodendenkmal ist. Und ja, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, Leute. Für uns ist das seit, wir wohnen jetzt seit 14 Jahren da, für uns ist das seit wir da wohnen immer schon dasselbe leidige Thema gewesen. Ja, ausbauen und 6+2-Streifig und viel Flächenfraß und ich zeige euch jetzt gleich mal von der Autobahnbrücke aus, wie es in Zukunft mal ausschauen soll. So, Freunde, ihr seht ja, das ist ja alles da an der A8. Wir sollen ja von der Autobahn unten da her rauf und auf der anderen Seite, also da hinten, wo der Wall ist, da ist ja noch ein Haus dahinter, da soll dann alles 6+2-Streifig ausgebaut werden. Der Haken an der Sache, das einige Befürworter anscheinend nicht ganz bedacht haben, ist, dass der ganze Acker, der da angrenzt an die Autobahn, dass das alles Bodendenkmal ist und dass man da gar nicht bauen darf. Es ist da, weiß ich nicht, da ist nichts Bodendenkmal, also da ist nichts Denkmal geschützt. Ich werde euch dann, das zeige ich euch aber dann mal in einem extra Video, wie das dann ausschaut mit dem Bodendenkmal. Alter, ich hoffe, ihr hört es mir überhaupt. Weil, wie gesagt, das soll ja da alles 6+2-Streifig ausgebaut werden. Okay. Und wir gehen jetzt mal gemütlich auf die Autobahnbrücke. Ah, also ihr seht schon, das ist alles mordsmäßige Fläche, die da verloren geht. Dadurch. Also allein dieses Bodendenkmal auf der anderen Autobahnseite. Also wenn du jetzt da auf der Brücke stehst, von der Autobahn aus gesehen, auf der linken Seite, fahrt Richtung München. Das kostet einfach. Das ist einfach nicht tragbar. Ich gucke, da kommt gerade keins. Ja? Ich hoffe, es hört mich noch einigermaßen. Also, so schaut es aus. Ja? Das ist ja, da ist ja direkt unten die Autobahn. Und das da, alles was da links davor ist, ist alles Bodendenkmal. Das Bodendenkmal, das gelangt bis auf Umdratshausen. Das geht auch da. Linker Hand einmal quer über die Autobahn um und da wollen sie halt umgraben. Also, ne, ihr habt ja gesehen, was das für eine Riesenfläche ist, die da verloren geht. Wenn es zum 6+2-Streifigen Ausbau käme, über den schon seit, glaube ich, wie gesagt, seit mindestens zwei Jahrzehnten regelmäßig gestritten wird. Und ist aber ganz klar, wenn da das Bodendenkmal ist, ne, kann man auch nichts dagegen machen. Und ja, da stellen sich zwar die Befürworter schon seit Jahren, wie gesagt, seit ich mich erinnern kann, seit mindestens 14 Jahren stellen sich da die Autobahnbefürworter alle quer und sind am Rummosern und das kann man doch nicht machen und tralala tralala. Und aber ich zeige euch jetzt mal, was für eine Fläche da verloren geht. Schaut euch das einmal an. Das ist die Fläche, die da verloren geht. Das geht da hinten. Also das geht einmal komplett von der Autobahn einschließlich. Einschließlich
dem Weiher da hervor. Ja, der war von dem Flächenfraß betroffen. Also das waren, wie man sagt, ungeahnte Dimensionen, die man da vernichten da, zumal das Privatgewässer ist und kein öffentliches. Und ja, es ist einfach das. Schreibt mal gerne mal eure Meinung unten dazu in die Kommentare. Ja, ich zeige euch dann bei Zeiten auch mal ganz ausführlich, was für Flächen betroffen waren. Da muss ich mich nämlich auch zuerst schlau machen, welche das sind und wo die liegen und wem es gehört. Und damit ich euch da sachkundige Auskunft geben kann. Aber wie gesagt, betroffen war ihm wirklich wie das Gebiet, was ich euch zuerst gesagt habe. Da hinten. Also das da hat die Autobahn auf der Brären von, weiß nicht, 200 Meter anwachsen oder so. 100 Meter auf jeder Seite. Und das ist einfach unverantwortlich. So, Freunde. Ja, ich gehe jetzt halt auch gerade durch ein Gebiet. Seht ihr hinter mir so ein bisschen, das sind alles Feuchtwiesen, die sich da hinter mir befinden. Und die waren tatsächlich auch, man glaubt es gar nicht, aber dieses ganze Gebiet, wo ich jetzt gerade durchgehe, also wer das vielleicht kennt, das ist beim hinter der Kompostieranlage Neuchel, der Fußweg nach Aschau rein. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist auch alles unmittelbar vom Autobahnausbau betroffen. Beziehungsweise wäre betroffen, wenn es denn dazu käme. Was allein aus denkmalrechtlichen Gründen schon gar nicht kann. Ja. Ich weiß, das interessiert jetzt halt nicht alle, die auf meinem Kanal unterwegs sind. Aber da dieses Jahr auch der Kanal um das Thema Verkehr und Infrastruktur ergänzt werden soll, deswegen mache ich das Video für euch, dass ich euch das jetzt einmal sagen kann, das wisst ihr noch gar nicht. Und da gehört für mich das auch dazu. Und wie gesagt, das wird seit 15 Jahren auf alle Fälle. Das sind 20 Jahre, werden es noch gar nicht ganz sein. Wird jetzt schon über den Ausbau gestritten. Obwohl man eigentlich weiß, dass man gar nicht durchsetzen kann. Und schon gar, erstens mal das Bodendenkmal, was ich euch vorher gezeigt habe, wo wir vorbeigegangen sind. Was von der Autobahnbrücken aus. Also was von der Fahrtrichtungsfahrbahn Salzburg aus auf der linken Seite liegt. Allein das macht schon unmöglich, dass man einen Ausbauantrag bei der Staatsregierung durchbringt. Das nächste ist der Flächenfraß. Es wird sich in Bayern so viel beschwert, ja, wir haben Flächenfraß und alles Scheiße und das geht so nicht. Und ja, dann diskutieren wir über so eine Rotze. Was sind der Scheiß? In denen 15 bis 20 Jahren, die was wir jetzt verschissen haben, mit der Diskussion um den scheiß Autobahnausbau. Da hätten wir uns schon lange mal um den Umweltschutz kümmern können. War ja alles kein Problem gewesen. Dreizmalige Fiesner. Das einzige, oder die einzigen zwei Sachen, da wo ich zustimmen darf, wenn sie das bauen und anfangen. Eine Lärmschutzwand und ein Pannenstreifen. Weißt du, Pannenstreifen gibt es bei uns historisch bedingt keinen, weil die Autobahn in den 1930er Jahren gebaut worden ist. Da hat man an sowas noch nicht gedacht. Leider. Aber jetzt müsste man es theoretisch um einen Pannenstreifen erweitern und eine Lärmschutzwand. Modernster Bauart und effizientester Bauart. Aber mir unterschreibe ich als Anrainer. Ich wohne Luftlinie von der geschissenen Autobahn. Weiß nicht. Kilometer weg. Erstens mal zerstört der Ausbau die komplette Region. Ja, das ist einmal der Punkt Uno. Punkt 2, für was? Wir, Deutschland, hat beschlossen 2015 auf der Pariser Klimakonferenz, wir senken unsere Emissionen um, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wie viel Prozent, bis 2030. Ja, bloß dass wir das Ziel nach 5 Jahren nichts da einfach mal komplett versemmelt haben. Das haben wir uns jetzt nach 5 Jahren des nichts da, haben wir unser Klimaziel bis 2030 schon mal komplett versemmelt. Ja? Also das wäre schon mal nichts mehr. Und ja, du hast vergessen. Ich muss euch dann gleich noch was zeigen. Vom Brindam aus. Weil das hat auch was damit zu tun. Das zeige ich euch gleich. So, Freunde, da hinten in der Ferne, man sieht es jetzt leider nicht ganz so gut. Da hinten in der Ferne, da befindet sich die
die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Fraßdorf und Ascher. Und allein was ein Autobahnausbau in der Bauphase für einen Ausweichverkehr heißen würde für die Anrainergemeinden. Ja, ich meine die Anrainergemeinden Fraßdorf, Bernau, Gramstedt, das allein, was das für die betreffenden Anrainergemeinden, die wirklich unmittelbar an der Autobahn liegen, was das für Ausweichverkehre bedeuten würde. Das kannst mit der besten Verkehrsleittechnik nicht abfedern, was das für unsere Infrastruktur heißen würde. Ja, das war ja praktisch durch den Autobahnausbau ein provozierter Verkehrskollaps. Ja, es ist ja so schon hart, wenn momentan die Autobahn gesperrt ist, zum Beispiel, weil wieder mal ein schwerer Unfall war oder so, dann ist es ja jetzt schon saumäßig hart, dass wir uns da, wenn die Autobahn komplett gesperrt ist, weil einfach der ganze Ausweichverkehr, das fährt alles, wenn es jetzt Richtung Salzburg gesperrt ist, alles im Fraßdorf außer und teilt sich dann eben einmal noch über die Gemeinde, über die Dings, die ich euch gerade gesagt habe, über die Gemeindeverbindungsstraße noch auf und der eine Teil rollt über Aschau und Bernau, der andere Teil rollt über Umratshausen nach Bernau und ja, das war für alle Beteiligten einfach der Super-GAU, wenn wir dann einen durch Ausbauarbeiten provozierten Verkehrskollaps haben. Das macht die Situation im Endeffekt auch nicht besser oder schlechter, sondern oder doch schlechter schon. Weil wie gesagt, wenn wir, das war ja der Verkehrskollaps für die Region. Ja? Mal ganz abgesehen vom Transitverkehr aus Tirol, da reden wir mal gar nicht, was auch alles über Tirol fährt, wenn drunten am Inntaldreieck immer gesperrt ist, aus welchen Gründen auch immer, Unfall oder so, dann rollt der ganze Verkehr raus und dann haben wir einen sauberen Verkehrskollaps beieinander. Und genau das wollen wir ja eigentlich vermeiden. Ja, nein, und ein mehrspuriger Autobahnausbau war insofern auch noch eine echt kontraproduktive Sache, weil Aschau ist ja, oder überhaupt unsere Gemeinde- und Kreisstraßen, ja schon oft, wenn die Autobahn gesperrt ist im Sommer, dass man dann einfach mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen in Soschau zu kämpfen hat. Jetzt wenn es wegen Bauarbeiten mal die ganze Autobahn für längere Zeit sperren müssen. Keine Chance, das kannst du nicht machen. Aber das war es jetzt auch schon wieder mit meinen Ausführungen zu dem Thema. Schreibt mir gerne mal eure Meinungen dazu unten in die Kommentare. Da hat mich auf jeden Fall ganz, ganz narrisch freuen. Ich werde bei Zeiten nochmal ausführlicher drauf eingehen. Und wie gesagt, wenn es euch taugt, dass ich mich jetzt auch für einen Erhalt unserer Heimat stark mache, dann lasst auf jeden Fall jetzt mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Es wird jetzt in Zukunft vermehrt Videos geben zum Thema A8-Ausbau oder wie die Einheimischen auch oft sagen, zum A8-Monster, das geplant ist. Wie gesagt, bleibt auf jeden Fall dran. Es werden in Zukunft mehrere geben. Corona-bedingt ist das momentan ein Thema, mit dem man gut arbeiten kann. Und in diesem Sinne, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Der Ofner sagt, habitere.